Die Jünger im Saal, Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Die Steigerung ist deutlich. Zuerst war es nur das leere Grab, dann die Erscheinung gegenüber einer einzelnen Frau, jetzt an das Kollegium der Apostel. Die Erscheinung. Die seelische Verfassung und Stimmung der Jünger ist nicht etwa Verzweiflung und Unglaube, denn die Mitteilung des Petrus und Johannes hat bereits gewirkt. Die Jünger wissen vom leeren Grab und ahnen, dass etwas ganz Besonderes geschehen ist. Aber sie fürchten die Juden. Der Hass, der bei der Kreuzigung in Erscheinung getreten ist, wird nicht ohne weiteres Halt machen, sondern vom Meister sich ausdehnen auf die Jünger. Darum versammeln sie sich hinter verschlossenen Türen und sind ratlos, was sie nun tun sollen. Da erscheint ihnen Jesus. Sein erster Gruß ist Friedensgruß. Es ist nicht nur der gewöhnliche, damals gebräuchliche Gruß, sondern er will wirklich in die aufgewühlten, verängstigten Herzen Ruhe und Frieden bringen. Darum das zweimalige: Friede sei mit euch. Er zeigt ihnen die Wundmale seiner Hände und Füße, sodass sie sicher sind, keinem Trug zu erliegen, sondern dass es wirklich derselbe ist, der am Kreuz gehangen hat, dessen Seite durchbohrt wurde. Die Zeichen seines Todes sind zum Beweis seines Lebens geworden. Die Stigmata körperlicher und seelischer Leiden, die der Mensch für Christus im Laufe seines Lebens trägt, sind Erhöhung seiner Herrlichkeit im anderen Leben. Darum ist die Wirkung auch Freude der Jünger. Freude, dass er lebt, dass er den Tod überwunden hat, dass er wieder bei ihnen in ihrer Mitte steht, dass damit auch ihre eigene Gemeinschaft wieder lebendig ist. Furcht und Verwirrung sind nie der Geist Christi, wohl aber Friede und Freude. Die Unterscheidung der Geister wird hier sichtbar. Die Sendung: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Sendung Jesu in der Sichtbarkeit hat ihr Ende gefunden. Die Sendung der Kirche nimmt ihren Anfang. Aber beide gehören zusammen, bilden letztlich eins: Christus und die Kirche. Darum kann sie ihre Sendung erst beginnen, wenn er ihr erschienen ist und in ihrer Mitte weilt. Er ist ihr unsichtbares Haupt. Sie ist sein mystischer Leib. Sie soll trotz äußerer Kämpfe im inneren Frieden leben und ihn, den Auferstandenen, verkündigen. Empfangt den Heiligen Geist. Es wird ihnen die Vollmacht übertragen, die Sendung auszuüben. Die Kirche kann ihrer Sendung nur entsprechen, wenn sie den Geist Gottes hat. Die Jünger haben bei Jesus gelernt, was der Inhalt seiner Sendung ist und wie er sie ausübt. Sie haben ihn reden hören. Sie haben ihn beim Umgang mit den Menschen, den Kranken, den Sündern, mit Heiligen und mit Dämonen beobachtet. So sind sie durch die beste Schule gegangen. Aber das Wissen nützt nichts, wenn nicht die Kraft Gottes in ihnen lebendig ist. Und so gibt der Auferstandene ihnen nun seinen Heiligen Geist. Das Werk der Kirche ist Heil und Heilung der Menschheit. Darum braucht sie den heilenden und heiligenden Geist. Am Tag, an dem der Leib des Herrn auferstanden und der mystische Leib Christi gebildet ist, wird auch sein Geist diesem mystischen Leib gegeben. Sichtbar vor aller Welt wird das am Pfingstfest erfolgen. Aber in der Stille ist es für die Jünger schon jetzt erfolgt, im Abendmahlsaal. Er hauchte sie an. Hauch ist das Zeichen des Lebens und zugleich das Wort, das den Sturm ausdrückt. Der Geist Gottes ist belebender Geist und soll wie ein Sturm durch die Welt fahren. Das, was unsichtbar in den Jüngern geschieht, soll ihnen sichtbar gemacht werden durch ein äußeres Zeichen. Das Wesen des Sakramentes wird hier deutlich. Durch das äußere Zeichen vollzieht sich ein inneres Geschehen. Seit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus geschieht das Göttliche in menschlicher Gestalt. Darum das Sakrament.
Sein Hauch hat nun eine besondere Bedeutung. Es ist der Odem des Auferstandenen, nicht des Todgeweihten. Er ist Atem des Lebens schlechthin. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Ein Mehrfaches liegt in diesem Wort. Einmal die Wirkkraft über die Sünde. Sünden vergeben kann Gott allein. Wenn aber Gott diese seine Kraft und Macht den Menschen verleiht, dann haben diese sie auch wirklich. Und diese Kraft aufgrund des Todes und der Auferstehung Jesu wird hier den Aposteln verliehen. Das Nachlassen der Sünde ist Totenerweckung. Darum wird die Macht zu dieser geistigen Totenerweckung an dem Tag verliehen, an dem der tote Christus zum Leben erweckt wurde. Jeder, der das Sakrament der Sündenvergebung empfängt, hat Teil am Tod und am Leben Christi. Er ist ein Auferweckter. Es liegt in dem Wollen Jesu weiter der Unterschied zwischen Nachlassen und Behalten. Nun ist es klar, dass das nicht Willkür sein darf, sondern je nach der Situation des Menschen, die sich aus seinem Bekenntnis ergibt, erfolgt das Nachlassen oder das Behalten. Nur wo Reue und innere Buße da ist, ist das Nachlassen sinnvoll und möglich. Es ist also ein Gerichtsurteil, das vollzogen wird. Aber es ist mehr als das. Ein Richter kann nur den Tatbestand feststellen und die Strafe verhängen. Er hat aber nie das Recht, einen Verbrecher ungestraft gehen zu lassen. Die Kirche dagegen hat dieses Recht, ja gerade die Vollmacht Gottes dazu empfangen. Es handelt sich also nicht nur um Rechtsspruch, sondern um Gnadenerlass eines Souveräns. Nur der Souverän kann einen, der sich vergangen hat und dessen Vergehen feststeht, von Schuld und Strafe freisprechen. Gerade das aber kann die Kirche aufgrund der ihr verliehenen Macht. Sie hat also Teil an der Souveränität Gottes. So ist dieses Sakrament für den, der es empfängt, Sakrament des inneren Friedens und der Freude. Für den, der es spendet, Erhebung zur Würde des göttlichen Gerichts, ja sogar zur Würde der göttlichen Souveränität. Die Kirche ist in ihren ersten Zeiten sehr sparsam mit diesem Sakrament umgegangen. Dann hat eine Entwicklung eingesetzt in Richtung einer immer größeren Ausweitung bis zur heutigen Bußpraxis. Im Kern war alles schon gegeben, aber die Entfaltung hat eine Breite angenommen, die wohl am Anfang niemand geahnt hat. Die Osterbeichte hat ihren Ursprung darin, dass die Vollmacht zur Sündenvergebung das Ostergeschenk des Auferstandenen an die Kirche ist und dass der Empfang dieses Sakraments den Menschen am österlichen Erlebnis der Auferstehung teilnehmen lässt. Es ist also nicht ein Müssen, sondern ein Können und ein Dürfen. Über allem liegt das Wort von der Freude und vom Frieden. Gewiss ist es Buße, aber der Akzent liegt auf dem Heil, das der Mensch durch die Buße empfängt, auf dem Frieden und auf der Freude des Herzens. Nur wenn diese Wirkung eintritt, ist das Sakrament richtig empfangen. Erscheinung bei Thomas, Johannes 20, 24-29. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die Steigerung der Ereignisse erreicht hier ihren Höhepunkt. Zuerst war es nur ein Ahnen beim leeren Grab, dann der Glaube des Johannes ohne die Erscheinung des Herrn, dann der Glaube einer Einzelperson, Maria von Magdala. Schließlich der Glaube des Apostelkollegiums und jetzt abschließend der Glaube desjenigen, der sich am meisten dagegen gesträubt und sich geradezu auf seinen Unglauben berufen hat. Vor dem Glauben, alle anderen Apostel erklären Thomas, dass sie den Herrn gesehen haben. Aber er versteift sich umso mehr in seine Haltung des Unglaubens. Es ist ersichtlich, dass die Apostel psychologisch gar nicht mit der Auferstehung gerechnet hatten
also gar nicht bereit waren, an den Auferstandenen zu glauben, sondern im Gegenteil. Aber Thomas geht zu weit. Er will nur glauben, wenn er den Glaubensinhalt experimentell überprüfen kann. In Wirklichkeit ist es dann gar kein Glaube mehr, sondern ein Schauen und Wissen. Die Verbohrtheit in die Haltung des Unglaubens hat zur Folge, dass er eine ganze Woche lang noch in der Depression der Karfreitagsstimmung lebt, während alle anderen bereits die Osterfreude teilen. Der ungläubige Mensch ist wesentlich ein verbohrter Mensch, der sich festgefahren hat. Er glaubt es sich selbst schuldig zu sein, unnachgiebig festzuhalten, während er objektiv auf einem Abstellgleis nicht nur fährt, sondern an dessen Ende angelangt ist. In Wirklichkeit lässt sich das Übernatürliche gar nicht so überprüfen wie die Geschehnisse in der Natur. Unsere Beobachtungsmethoden, unsere Maße und Gewichte gelten alle für den Naturbezirk, sind aber ungeeignet für das Übernatürliche. So ist der Standpunkt des Thomas wesentlich falsch. Er schränkt das menschliche Wissen ein und legt sich fest auf einen engen Kreis mit Leugnung der Existenz anderer Dinge, als ob es nur das Sichtbare, Hörbare und Greifbare gäbe. Der Glaube. Jesus kommt Thomas entgegen, nimmt ihn beim Wort und nötigt ihn, mit den Fingern seine Wundmale zu berühren und seine Hand in die Seite zu legen. Es ist ihm daran gelegen, dass an der Auferstehung kein Zweifel möglich ist. Dann fügt er aber hinzu, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Dinge berühren und greifen zu wollen, ist nicht Glaubenshaltung, sondern Haltung des Unglaubens und ist darum eines Jüngers unwürdig. Thomas kommt zur Erkenntnis. Darum sein stammelndes Wort, mein Herr und mein Gott. Er ist nicht durch das Experiment zum Glauben gekommen, sondern wurde, nachdem er den Herrn gesehen hat, von diesem förmlich zum Experiment genötigt. Der Abschnitt gipfelt in dem großen und wichtigen Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube beruht nicht auf dem Schauen, sondern auf dem Hören des Wortes Gottes. Glaube ist weder das erfahrungsmäßige Innewerden einer Tatsache, noch der logische Schluss eines Syllogismus, sondern er übersteigt wesentlich die menschlichen Erkenntnismethoden und beruht ganz auf Gott, seiner Mitteilung und seinem Wort. Gerade dadurch ist er Verherrlichung Gottes. Damit leitet das Evangelium über zu den anderen Menschen, die den Herrn nicht gesehen haben, zu den kommenden Generationen, die zum Glauben kommen aufgrund des Wortes, nicht aufgrund des Schauens. Alle werden selig gepriesen, die Gott die Ehre geben und bedingungslos Gottes Wort annehmen. Jesus geht in seiner Sichtbarkeit weg, aber sein Wort bleibt, und auf diesem seinem Wort ist der Glaube aufgebaut. Darum ist diese letzte Seligpreisung nicht so sehr Abschluss des Evangeliums als Ausblick in die Zukunft, Mahnung für die Menschen, die die Botschaft vernehmen, und Lob derer, die das Wort im Glauben annehmen und aufnehmen. Der Glaube ist die Verherrlichung Gottes. Auf dem Glauben beruht in dieser Zeit das Reich Gottes, das Leben aus dem Geist Gottes, die Zugehörigkeit zu Gott. Darum ist dieses Wort vom Glauben mit Recht die letzte Aufgipfelung des Evangeliums. Der erste Schluss des Evangeliums, Johannes 20, 30 bis 31. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Mit diesen Worten ist der ursprüngliche Abschluss des Evangeliums gegeben. Johannes betont, dass er nur einen Teil der Wunder aufgezeichnet habe, die Jesus gewirkt hat, und dass der Zweck der Wunder der Glaube sei, und zwar der Glaube an die Messianität und Gottessohnschaft Jesu. Es geht also im Christentum nicht um eine Theorie oder ein Gesetz, sondern es geht um den lebendigen Messias und Sohn Gottes. Alles hängt von der gläubigen oder ungläubigen Einstellung gegenüber Jesus und seinem Wesen ab. Wer im Glauben Jesus aufnimmt als den Messias und Sohn Gottes, hat durch diesen Glauben das wahre Leben in sich, jenes Leben, das den Tod überwindet. Wer dagegen nicht zum Glauben gelangt, bleibt im bloß menschlichen Bezirk und ist dem Tod verfallen. Wovon im Prolog die Rede war, nämlich vom wahren Leben, davon ist in der Abschlussformel noch einmal die Rede. Und zwar ist es im Prolog und hier im Abschluss Jesus Christus, der Lebendige, der das Leben gibt.
Das, was der Mensch seinerseits tun muss, ist die gläubige Aufnahme Jesu Christi und damit die gläubige Aufnahme des wahren Lebens. Johannes will also in seinem Evangelium weder ein Leben Jesu schreiben, noch weniger eine Psychologie Jesu, auch nicht eine theologische Systematik, sondern er will Jesus aufzeigen als den Sohn des lebendigen Gottes, der dem gläubigen Menschen das Leben spendet. Darum geht es. Man liest das Johannesevangelium nur dann richtig, wenn man das wahre Leben darin sucht und findet. Das Evangelium ist dementsprechend auch nicht in erster Linie ein historisches Buch, das von vergangenen Ereignissen berichtet, sondern seine Worte, welche von der historischen Wirklichkeit berichten, wollen auf die jeweilige Gegenwart einwirken und dem jeweiligen Leser oder Hörer das wahre Leben vermitteln. So wird das Evangelium zu einem eigentlichen Lebensquell, aus dem jeder schöpfen kann, der wirklich glaubt. In der Mitte steht Jesus als der gesalbte, vom Vater gesandte und vielgeliebte Sohn. Das Leben besteht darin, dass der Mensch über sich hinausgehoben wird und durch den Sohn am Leben des Vaters Anteil hat. Man muss hinter allen Komplikationen wieder die einfachsten, letzten Werte finden. Sie lauten: Christus, der Sohn Gottes, der dem gläubigen Menschen das wahre Leben spendet, jenes Leben, das aus Gott strömt, mit Gott verbindet, zu Gott hinführt und darum das wahre Leben des lebendigen Gottes ist. Alles andere ist nur die Entfaltung dieser zentralen Wahrheit, dieser wirklich frohmachenden Botschaft, die der lebendige Gott durch seinen Sohn den Menschen gebracht hat und durch die Kirche ständig neu bringt.